Promi-Geflüster, ja, wenn wir so auf die Uhr schauen, es geht schon auf Richtung zweite Jahreshälfte. Der Juli steht vor der Tür. Und genau auch am 2. Juli erscheint das brandneue Album meines heutigen Interviewgasts. Ihr kennt ihn natürlich alle, wir haben ihn auch schon oft in der Sendung gehabt und ich begleite ihn auch schon seit Jahren durch die Musikszene. Von Anfang an kennen wir uns. Ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen, Marc Pilcher. Grüße dich. Ja, servus Frank. Danke für die Einladung wieder mal. Gerne. Ich sehe gerade, du bist im Auto unterwegs. Wo habe ich dich denn jetzt erwischt? Ich hatte heute einen Interviewtermin beim Schweizer Rundfunk in Zürich. Und jetzt haben wir noch einen Videodreh gehabt in Klosters im Bündnerland, da an der österreichisch-schweizerischen Grenze. Und ja, schön langsam, aber sicher nimmt mein Beruf wieder ein bisschen Fahrt auf. Und jetzt, dadurch, dass die neue CD da ist, das neue Album, jetzt gibt es endlich wieder was zu tun. Genau. Und ich sehe es gerade auch hier in der CD-Präsentation, in der Beschreibung, in der Presseinfo. Es ist wohl gerade wiederum, so steht es natürlich da drin, dein wohl bestes Album, dein gelungenstes. Ja, steht hier so, zumindest drin. Sagen wir mal so, die Ausrede, dass man irgendwas schnell hat müssen fertig machen, weil es wegen den Auftritten nicht anders ging. Die Ausrede, die gilt dieses Mal nicht, weil es ja keine Auftritte gab. Wir haben es dieses Mal in aller Ruhe produzieren können. Und so konnte ich mich mit meinen Gedanken voll und ganz auf die CD konzentrieren. Und ich bin stolz auf dieses neue Baby. Ich bin überzeugt, das ist typisch Marc Pilcher. Also man erkennt meine Wurzeln. Und es ist trotzdem ein Fortschritt und eine neuzeitige CD, weil das ist ja immer die große Kunst, mit der Zeit zu gehen und trotzdem die wichtigen eigenen Wurzeln nicht zu verlieren. Genau. Die Herzen zum Himmel, so heißt das ganze Produkt natürlich. Die Herzen zum Himmel, das ist natürlich auch ein bisschen Freude und soll natürlich wieder das Lebensgefühl wieder spiegeln, dass man wieder raus darf, ne? Absolut. Also das Lied wurde geschrieben von Wolfgang Hofer, ein begnadeter Texter aus Deutschland, der viele Hits von Udo Jürgens geschrieben hat, mit 66 Jahren und viele andere. Und der schreibt super Texte und die Musik dazu stammt bei diesem Lied von Christian Zierhofer, von meinem langjährigen Produzenten. Der weiß natürlich genau, was ich auf der Bühne und auch im Radio und im Fernsehen brauche. Und ich glaube, die haben wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist ein perfektes Lied, das jetzt genau zu der Zeit passt. Und ich hatte auch lange schon keine Single mehr, die so gut im Radio lief, in Österreich, in der Schweiz und auch in Deutschland. Also ich bin sehr glücklich mit diesem Lied. Mhm. Dann habe ich auch ganz kurz, wie gesagt, ich habe ja hier so ein bisschen in die Titel schon mal reinhören können, natürlich noch nicht vollständig, sind auch Duette drauf, unter anderem mit Gigi Anderson. Und dann habe ich auch eine weibliche Stimme gehört. Wer ist denn das? Also der Gigi, der hat mich vor Jahren schon einmal gefragt, ob wir nicht einmal ein Duett machen wollen. Und dann haben wir eben uns dieses Mal jetzt entschieden, seinen größten Hit Cheerio im Duett aufzunehmen. Da gibt es auch schon eine erste Fernsehsendung. Wir werden nächste Woche am Samstag beim Wenn die Muse spielt Open Air sein in ORF und MDR. Und da werde ich meine eigenen Titel singen und der Gigi auch. Und als Duett singen wir dann auch noch zusätzlich eben Cheerio. Und dann habe ich noch ein Duett aufgenommen mit einer Tiroler Musical-Sängerin, die heißt Selina Perl, ist eine junge 22-jährige Sängerin, singt wie eine Göttin. Und ja, ich wollte auch einfach diese Art von Duett mal probieren. Das ist ein bisschen moderner, ein bisschen rockiger produziert und passt somit gut in die heutige Radiolandschaft, weil die wollen ja mit dem typischen Schlager nicht mehr allzu viel zu tun haben. Das stimmt. Auch wenn jetzt natürlich auf dem Cover deine steirische Harmonika zu sehen ist, aber ich glaube, so ganz gut vereinzelt hört man sie noch raus, aber so wie deine Wurzeln ursprünglich mal waren, wirklich volkstümlich mit der steirischen, das ist ein bisschen weg. Ja, also ich mache auf der Bühne nach wie vor noch zwischendurch Lieder, so typisch zillerballerisch, aber auf den CDs, also
Der Charakter der steirischen Harmonika gehört zu Marc Pilcher und deswegen ist sie auch immer noch zu hören bei vielen, vielen Liedern. Aber sie spielt nicht mehr die Hauptrolle, sie spielt eine wichtige Nebenrolle, aber das hat sich einfach weiterentwickelt und spätestens seit Sieben Sünden, also seit dem Jahr 2004, wurde ich dann eben auch so als Schlagersänger akzeptiert und dann ist es nicht immer zwingend notwendig, dieses Instrument eben auch auf der Bühne immer umhängen zu haben. Ganz genau, klar, ne? Und ich glaube, das muss es jetzt auch gar nicht unbedingt. Ich meine, die Musikfarbe in der Landschaft hat sich ja eh etwas gewandelt. Also von daher, glaub, bist du auf dem richtigen Weg. Und das, ja, das zeigt dann auch, wie vielseitig du sein kannst und nicht unbedingt in eine Volksmusikschublade sozusagen gesteckt wirst, ne? Ja, das ist mir immer ganz wichtig, dass ich einfach immer wieder aus den Schubladen entkomme, weil man wird ja oft so als zum Beispiel, wenn man den Grand Prix der Volksmusik gewonnen hat, wie ich, dann ist man automatisch in dieser Volksmusikschublade und kommt somit bei vielen Sachen gar nicht zum Thema, wo es eher schlagerhaft zugeht in Fernsehsendungen und so weiter. Und deswegen versuche ich gerade absichtlich auch immer wieder mal was Neues zu machen, weil ich möchte gar nicht so zu 100% zugeordnet werden können. Also es ist gut, wenn es ab und zu auch mal eine Veränderung und eine Neuigkeit gibt, weil, weißt du, das ist bei allem so. Du hast heutzutage, du kaufst kein Auto, das gleich ist wie vor 15 Jahren, kein Handy, die Kleidung, die Technik, es entwickelt sich alles weiter und es muss sich auch die Musik weiterentwickeln. Und trotzdem gewisse Wurzeln bleiben, egal ob beim Auto, beim Handy oder eben bei der Musik. Die Wurzeln müssen bleiben, aber trotzdem muss man sich einfach weiterentwickeln. Ganz genau. Und wie gesagt, hier haben wir es ja nochmal auch eingeblendet, die Herzen zum Himmel, Marc Pilcher, tolle CD. Und die gibt's ab dem 2.7. jetzt überall zu kaufen in den ganzen Download-Portalen und überall, wo man gute Musik bekommt eben, ne? Genau so ist es. Und ich hoffe, dass ich die Fans nicht enttäusche, dass sie zufrieden sind mit diesem Album. Ich bin total glücklich damit und die Mischung ist super. Also vom Happy Schlager, die Herzen zum Himmel, bis zu einem wunderschönen Lied für meinen kleinen Sohn, für den Louis, Geschenk des Himmels, bis zu einem Hit-Medley oder ein Duett mit Gigi Anderson. Also es ist wirklich sehr, sehr breites Album und es wird definitiv nicht langweilig. Nee, das glaube ich. Und der Gigi Anderson, er konnte ja am 4. Dezember 2019 schon seinen 70. Geburtstag feiern. Ja, das stimmt. Also ich freue mich mit einem richtigen Haudegen, also mit einem der größten Schlagerstars, den Deutschland zu bieten hat, mit dem ein Duett zu singen. Also ich finde das super. Wunderbar. Ja, also kräftig die Musik von Marc Pilcher kaufen, downloaden, runterladen, egal wo auch immer. Oder natürlich bei einem Konzert mal wieder bei Marc Pilcher dabei sein. Wo kann man was finden? Wo gibt es Termine? Wo stehen sie? Also am besten auf die Homepage schauen, www.markpircher.at. Dieses Jahr sind es einige kleine Sachen, die stattfinden. Und nächstes Jahr im Mai feiere ich dann am Muttertag, genau am Sonntag, 8. Mai, mein großes Jubiläum, 30 Jahre Marc Pircher in Luzern in der Schweiz. Und ich hoffe, dass viele dabei sind. Der Vorverkauf hat gerade begonnen und die ersten Verkaufszahlen sind sehr vielversprechend, dass das ein Riesenfest zum Jubiläum wird. Also, ich notiere mir das mal und wäre sehr gerne dann dabei, wenn es erlaubt ist. Ja, gerne. Aber du sagst gerade Luzern in der Schweiz, warum nicht mehr im Zillertal? Du hast das Zillertal verlassen, mehr oder weniger, oder wie muss man sich das jetzt Na, vorstellen? ich wohne ja mittlerweile seit Oktober 2019, wohne ich ja in der Schweiz, obwohl ich natürlich aufgrund meiner Familie oft im Zillertal bin. Aber wir hatten zum jetzigen Zeitpunkt keine Chance, irgendwo in Österreich eine Genehmigung zu bekommen für ein Festival mit 3000 Leuten. Und wir müssen natürlich mit der Werbung für das Fest jetzt beginnen, weil ich möchte ja dann gebührend feiern. Und in Meierhofen und auch überall anders sagte man mir, wir können zum jetzigen Zeitpunkt keine Genehmigung für ein so großes Fest erteilen. In der Schweiz war das Gott sei Dank möglich. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, machen wir halt mal ein Fest nächstes Jahr in der Schweiz. Aber übernächstes Jahr, 2023, wird es dann wieder die Marc-Spircher-Tage wie üblich in Meierhofen im Zillertal geben. Sehr gut, sehr gut.
Ja, aber ich meine, Schweiz, Österreich, Deutschland, wie auch immer, das ist ja alles gut zu erreichen, da kommt man überall gut hin. Und Luzern ist, glaube ich, auch eine ganz nette Gemeinde sozusagen oder ein Städtchen schon auch, ne? Eine wunderschöne Stadt, für mich die schönste Stadt in der Schweiz und landschaftlich sehr ähnlich wie in Tirol. Und deswegen fühle ich mich auch sehr wohl hier, weil es landschaftlich könnte man meinen, man ist mitten im Tiroler Land. Ganz genau. Ja, jetzt wenn wir gerade das Thema Schweiz, wenn wir das gerade ansprechen, das Thema Fußball. Es ist ja jetzt aktuell bloß noch eine, ja, von diesen drei genannten Ländern, die wir gerade erwähnt hatten, Österreich, Deutschland, Schweiz, nur noch eins übrig geblieben, die Ja, Schweiz. das Bist hätte du man, Fußballfan auch? totaler Fußballfan, und ich hätte mir das nicht gedacht, dass ausgerechnet die Schweiz übrig bleibt. Die haben sensationell gespielt, also wirklich Hut ab. Aber auch die Österreicher, die hätten ja beinahe Italien rausgeschmissen. Für die Richtig. Deutschen tut es mir leid. Die Engländer, ja, die hatten natürlich Heimvorteil daheim in Wembley. Also von dem her, Überraschung. Die EM gibt immer wieder Überraschungen. Von dem her bin ich jetzt echt gespannt, wie es weitergeht. Ich definitiv auch. Allerdings muss ich immer wieder ein bisschen, schaue ich auch immer ein bisschen mit einem kritischen Auge hin, wenn man gerade so wieder hört, Delta-Variante des Coronavirus und so weiter. Und da liegen sie sich wieder alle in den Armen. Ob das immer so gut tut, ich weiß es nicht. Müssen wir abwarten. Ja, also ich glaube von diesen ganzen Meldungen schon mindestens die Hälfte nicht mehr. Also die Mutation der Mutation der Mutation. Also für mich ist das alles einfach nicht gut zu durchschauen, und ich mache mir da gar nicht mehr viele Gedanken, weil ich kann das Thema Corona schon gar nicht mehr hören. Wie schaut es bei dir aus? Geimpft oder noch nicht? Bei uns daheim im Land Tirol, der Bezirk Schwaz, der wurde eben komplett durchgeimpft, und auch ich habe diese Möglichkeit genützt und war daheim beim Impfen. Und ja, schauen wir mal, ob es was bringt. Das weiß ich selber nicht, aber ich habe es zumindest zweimal gemacht, und ja, schauen wir mal, ob es was nützt. Genau, also ich habe jetzt gerade heute auch die erste Impfung jetzt bekommen und Anfang August dann die zweite und da dürfte eigentlich ja nichts mehr schief gehen und dann können wir auch uns nächstes Jahr allerspätestens dann in der Schweiz Genau. wieder treffen. Ne? Toi, 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 Ja. Frank. Richtig, genau, wünsche ich dir auf alle Fälle auch in dem Fall. Ein paar Fernsehtermine stehen an. Ich glaube, du bist jetzt auch gleich Anfang Juli beim lieben Stefan immer wieder sonntags mit dabei, gell? Ja, ich bin jetzt am Sonntag bei Immer wieder sonntags und dann die nächste Woche eben beim Wenn die Musik spielt Open Air. Und ja, es läuft jetzt einiges, und ich bin froh, dass wieder ein bisschen losgeht. Klar. Und ich denke mal, so ein bisschen kleinere Veranstaltungen sind, glaube ich, auch nicht so ganz verkehrt. Da ist man auch seinem Publikum wieder etwas näher, als wenn man dann, wie du so sagst, 3000 Leute hat oder gar große Open Airs, wie wo wir auch schon gemeinsam erlebt haben, Flumserberg. Da kann man ja gar nicht jedem Hallo sagen. Das geht ja gar nicht. Ja, also die kleinen, ich habe sie immer schon gemacht zwischendurch, die kleinen Auftritte, weil es hat auch seinen Reiz, und da bin ich jetzt eigentlich froh, dass ich die nie weggelassen habe, weil die kann man jetzt eben als erstes wieder bedienen, die kleineren Veranstaltungen, und bin froh, dass da jetzt ein paar geplant sind, und die größeren, die werden dann wohl erst nächstes Jahr wieder stattfinden können. Ja, genau. Im süddeutschen Raum oder überhaupt Deutschland bist du auch wieder unterwegs dann Ja, oder nächstes Jahr, wie also im schaut's aus? Februar, März sind ein paar Solotermine geplant, also einmal in Bayern, in Erlangen, einmal in der Nähe von Kaiserslautern. Also am besten, man schaut einfach auf die Homepage, da ist es immer am Laufen, in der Live-Tour kann man immer schauen, wo ich demnächst sein werde. Genau. Und die Social Medias sind natürlich für dich auch ein Thema, oder? Natürlich, Facebook, Instagram. Facebook und Instagram darf man auch nicht ganz vergessen. Und auch da findet man mich. Am besten, man geht auf die Homepage und kann dann auch Facebook und Instagram anklicken. Genau, sehr gut. Ja, also in der Hinsicht hat sich natürlich so die Jahre über schon einiges gewandelt. Und natürlich, ja gut, zum einen sagt man, ist es viel schnelllebiger geworden die ganze Zeit, aber ich denke mal, um wirklich schnell Informationen rauszuschicken, braucht man das Ganze einfach auch, ne? Genau so ist es. Ja.
Sehr gut. Wie geht's jetzt für dich heute noch weiter? Was Ich hast du habe jetzt noch auf heute dem jede Plan? Menge Promotion-Termine gehabt. Jetzt fahre ich nach Hause. Morgen geht es dann nach Bayern. Da habe ich Fernsehaufzeichnungen mit dem deutschen Musikfernsehen. Dann geht es eben weiter in den Europapark und dann Promotion-Tour in Wien. Also die nächsten 10 Tage sind sehr, sehr stressig. Und jetzt in 2 Minuten habe ich auch noch ein Telefoninterview mit einem großen Sender in Südtirol. Also es läuft und es ist zurzeit sehr viel zu tun. Ja, also dann sage ich schon mal herzlichen Dank, dass du uns mal wieder ein bisschen mit Informationen versorgt hast. Und wie ich so im Hintergrund sehe, durch deine Autoscheiben, das Wetter ist gut. Wir hingegen hatten die Woche ja schon Sturm, Hagel, Regen, alles vom Feinsten sozusagen. Das Wetter spielt verrückt und aber es ging trotzdem bei uns zumindest noch. Ja, alles heil geblieben, klar, bis auf die Wasserschäden und so weiter, aber das kann man dann, wenn es ist, alles wieder reparieren. Wir dürfen uns Und nicht unterkriegen lassen. Alles gut. so ist es, so ist Ja. es. Danke dir Lieber vielmals, Marc, Frank. alles Gute und gute Fahrt, vor allen Dingen die nächsten Tage und Wochen, wenn du da unterwegs bist, komm wieder immer gesund nach Hause. Danke und schöne Grüße an alle, die uns zuschauen. So machen wir's. Ich sage auch danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Ausgabe.